Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Tja, Karte aktualisiert, zum Ballsaal gehen. Und damit auch ein herzliches Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Episode hier von Resident Evil 4 Make. 4 Make, vor allem Remake, wollte ich sagen. Dass ich wieder rede hier. Wir haben Ashley gefunden, endlich. Und, falls ihr natürlich da draußen den Kanal nicht abonniert habt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal ebenfalls abonniert, denn ich lade nicht nur Gameplay Let's Play hoch, sondern auch ganz viele andere witzige Videos. Okay, Freunde, wir sind soweit. Endlich. Es hat wirklich lange gedauert, tatsächlich. Und das spielt auch keine Rolle, weil wir müssen jetzt genau schauen. Wo lang müssen wir? Hier rüber scheinbar. Wie kriegen wir das hin? Indem wir rausgehen. Wartet mal. Können wir auch einen anderen Weg nehmen? Wie ist die hier reingekommen? Komm, hier lang. Hier können wir irgendwas aufnehmen. Ich kann mir hier so gut vorstellen, dass hier richtig viele Gegner sind oder so. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Und ich bin froh, dass wir sie endlich wieder haben. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr mit ihr. Tatsächlich. Aber dem war nicht so. Es gibt richtig viel... Ach du Schande. Hier haben wir letztes Mal uns verschanzt. Krass, wir sind hier durchgegangen. So ein Umweg, nur um hier rüber zu kommen. Was war das denn bitte? Was für ein Map-Design. So geil bei Resident, ne? Okay, ich glaube, hier sind Gegner. Ey, ich krieg hier so viel Pistolenmunition. Hier müssen gleich Gegner kommen. Oh, nee. Nicht schon wieder ihr dummen Wölfe. Schade. Keine Chance. Die Tür ist zu. Boah, ich habe richtig viel Pistolenmunition hier. Hier kann man Wasser trinken, brauche ich aber nicht. Ich werde jetzt hier die ganze Zeit mal lang gehen und gucken. Oh! Oh. Ja, komm, ist klar. Schon mal was von Leinen gehört? Alter. Alles okay? Digga. Digga! Oh mein Gott! Was ist das? Ich tue mich voll schwer, die zu treffen. Ja, gleich gar keine Munition mehr hier. Lol. Richtig viele Zombie-Wölfe und so. Ich bin jetzt einfach mal hier lang gegangen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ashley. Okay, ich glaube, da können wir durch. Es sind überall. Überall Gegner. Ich gehe mal hoch schnell. Es ist so dunkel. So, hier. Zack. Ja, toll. Was hat es jetzt gebracht? Komme. Alter. Ich muss zu ihr. Digga. Komm.
Geh zurück! Okay! Digga, Digga! Digga, wie oft, wie viele Schüsse brauchst du denn noch? Jetzt reicht's hier aber wirklich. Jetzt reicht's hier. Jetzt reicht's. Jetzt mal ohne Scheiß. Es reicht. Es reicht hier wirklich jetzt langsam. Wie viele Schüsse braucht ihr denn noch, bitte? Muss ich euch so wegballern? Ich würde euch ganz normal nur killen, ganz ehrlich. Wie viele Schüsse braucht ihr eigentlich, ja? Spinell, Pistolenmunition und so weiter. Ach du meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Herstellen, was kann ich denn? Kräutermischung, nichts, nichts. Guck mal, das meine ich halt, das ist halt das Krasse. Hier, kann ich hier was herstellen? Herstellen. Gewehrmunition, Flintenmunition. Ja, geht auch nicht. Nichts. Hier, geht die Tür jetzt langsam auf? Nee, auch nicht. Wo sind die reingekommen? Alter. Langsam habe ich genug. Hm, ich auch. So, ich glaube, wir müssen... Ich weiß zwar nicht, wo die lang gekommen sind. Das ist so krass, ne, wie die auf mich springen. Hier oben lang, komm. Ach, wir haben die Flagge gehisst, okay. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Ich glaube, ich muss die anderen Flaggen auch noch hissen. Komm! Oh nein! Das ist so krass, diese dummen Wölfe, ne? Oh, ist das anstrengend. Sackgasse, Pistolenmunition, nehme ich doch sehr gerne auf. Und Pistolenmunition, oder? Hier, schwere Granate, sehr nice, danke. Erste-Hilfe-Spray, nehme ich direkt auf. So, hier gibt es, glaube ich, sonst nichts. Dass es hier nur eine Erste-Hilfe-Spray bis dann gibt, ne? Traurig eigentlich. Wenn ich es überlege, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Lol, Mann. Digga, wie ekelhaft, ne? Ultra-Zombies. Zombie-Wölfe. Oder wie man es nennen soll. Schießt so viel Pistolenmunition weg. Digga, das ist hier voll mit Wölfen, ne? Das ist voll mit Pistolenwölfen. Hier, mach einfach alles auf. Hier, elegantes Schachbrett. Werde ich auf jeden Fall verkaufen bei dem Typen, wenn wir den wieder nächstes Mal sehen. Krass, ehrlich. So, ich geh jetzt auf einmal rechts lang. Hier. Sehr schön. Können wir auf jeden Fall jetzt das öffnen. Ich glaube, wir können hier hoch. Hochklettern. Hier. Ah, noch eins. Was ist mit ihr los? Sie hat richtig Angst. Guck mal hier, ich glaube, ich muss hier hin, ne? Ah, hier ist noch ein Wolf. Hallo Wölfchen. Nicht abhauen. Nicht nerven. Bleib mal schön bei uns. So, ich glaube, da rein wäre gut.
Aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hä? Wartet mal. Bin ich hier hoch? Nee. Ist Quatsch. Was rede ich da? Da müssen wir woanders lang. Hier oben bestimmt. Hier wahrscheinlich. Hier gehen wir mal kurz durch. Egal. Werden wir nicht so verlieren. Wartet mal. Hier können wir wieder runterdrücken. Gut, das bringt auch nichts mehr. Die hilft da ja auch nicht mehr. Da hatte sie uns ja geholfen. Das bedeutet, dass wir eigentlich den ganzen Weg wieder zurückgehen können. Ich weiß, dass uns auf jeden Fall noch was fehlt. Ich habe eine Sache habe ich ausgelassen. Das weiß ich 100% noch. Deswegen gehe ich jetzt mal am besten nochmal hier lang. Eine Sache gibt es da auf jeden Fall noch. Ich weiß aber nicht, welchen Weg ich da genau gegangen bin. Ja, wir müssen hier lang, denke ich. Hier rechts. Hier links. So, ich habe, bevor ich runtergegangen bin, bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich weiß es nämlich noch. Einfach alles aufnehmen, egal. Digga! Eine Viper. So, das ist gut. Hier waren wir jetzt nämlich noch nicht. So, das haben wir jetzt auch aber durch. Das heißt, wir können eigentlich nur hier lang nochmal weitersuchen. Hier oben waren wir schon, oder? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt glaube ich, sollte das Tor aufgehen. Holla die Waldfee. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Renn einfach, komm. Scheiß auf diese Viecher. Geht die Tür auf? Komm. Einfach durch. Oh, krass. Okay, jetzt wird's übel, glaube ich. Das Labyrinth. Das Wolf-Labyrinth, oder wie man es nennen soll. Der Ballsaal kann nicht weit sein. Ey, guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus, ne? Resident Evil. Sagt, was ihr wollt. Ist und bleibt so ein geiles Spiel. Das ist genau das, was ich liebe. Das ist für mich ein Spiel. Ohne Witz. Das ist genau für mich ein Spiel. Ich kläre erstmal... Oh, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich echt erschrocken gerade. Ich nehme jetzt erst einfach mal auf. Kackegal, was die Leute hier uns sagen. Oh, krass. So, wartet mal kurz. Ich werde jetzt hier den Schmuck hier verkaufen. Elegantes Schachbrett werde ich verkaufen. Die Viper werde ich verkaufen. Ja, nimm mal hier die Blendgranate werde ich verkaufen. Rohstoff L werde ich verkaufen. Ja, ich habe jetzt einiges voll. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, warte mal. Ich kann jetzt die Waffe noch heftiger... Spezialupgrade. Für kritische Treffer, bla bla bla. Ich bin mal gespannt hier. Black Jail hier. Aktenkoffer prüfen. Also, warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Ich vergleiche die jetzt einfach mal. So, ausgewählt. Also wir haben jetzt hier einmal unsere eigene Waffe. Allein diese Waffe hat schon... Also wenn wir die SG-09R nehmen, davon haben wir viel mehr. Glaube ich, wenn wir das skillen. Feuerrate 119, 120. Magazin 10, 140. Ey, ganz ehrlich, ich verkaufe unsere Pistole. Es wird Zeit, dass wir unsere Pistole verkaufen, Freunde. Ob Rubine oder Ramsch, es macht SG-09R. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich.
Das glaube ich dir, Freundchen. Wir verkaufen unsere... Ich verkaufe jetzt die Pistole, ganz ehrlich. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Ja, das ist gut. So, mach dir mal keine Sorgen. Das ist, was ich derzeit habe. Ein absolutes Musterbeispiel einer Waffe, Fremder. Geisteskranke Waffe. Vielleicht nicht die beste, aber definitiv eine ideale Begleiterin. 100%, die Waffe ist gut. Und jetzt tunen wir die natürlich. Die werde ich richtig pimpen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflicht. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. So, Moment, 59.000 brauchen wir. 2.10 ist krasser Angriff. Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. So, Magazin Nachladegeschwindigkeit. Auf die Details kommt's an. Feuerrate. Schon sehen. Krass. So, ich habe hier einen Verliesschlüssel, den brauchen wir gar nicht mehr, oder? Ich kaufe fast alles. Komm, verkaufe ich auch. Oh ja. Alter Wegschreinschlüssel verkaufe ich auch. Was anfangen. Insignienschlüssel verkaufe ich auch. Danke. Schlüssel der Jagdhütte. Gute Arbeit. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, ich möchte mir noch was kaufen, Herr Oberstudienrat. Und zwar, wo ist das denn? Ich garantiere, Koffererweiterung 8x13. Ach du Scheiße. Genau, ich würde noch Erste-Hilfe-Spray immer holen. Besser zu, angenehme Reise. Wir haben einfach eine neue Waffe, Digga. Geil. Die alte Waffe war schon geil, aber jetzt. Wir haben noch richtig reingeschissen. Oh, sorry, wenn ich das gerade so sage. Wir haben jetzt richtig reingeschissen. Also im positiven Sinne jetzt natürlich. So, wohin müssen wir überhaupt? Ich würde hier gerne nochmal den Ort hier abchecken. Komm, wir gucken jetzt hier, was hier abgeht. Sieh mal die Statue da oben. Welche Statue? Die hier? Was ist das? Aha! Wir brauchen scheinbar einige... Ja. Ich glaube, wir brauchen den Kopf und es sind drei Köpfe oder so wahrscheinlich, ne? Oder die Ohren oder so, keine Ahnung. Ich nehme natürlich alles mit. Wir haben einfach eine richtig gute Waffe jetzt. Und die Pistole jetzt übelst gut geskillt, ne? Eigentlich brauchen wir, also diese Waffe hier mit den Bolzen, das ist echt für Notfälle eigentlich nur noch da. Aber so ist das halt auch schon krass. Was ist hier? Oh. Warte mal, ich will mal wissen, kann man hier auch hinten rüber? Das Schloss ist jetzt riesig, das wird so krank geil. Oh mein Gott, ich gehe als erstes hier rein, okay. Sieh mal die Rüstung, die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade, die würde dir bestimmt super stehen. Grünes Kraut. Eine Handgranate. Krasser Ort. Oh, ist ein Bossfight? Ey, hier werden wir auf jeden Fall fighten. Was macht sie? Komisch, komisch. Sie fällt sich merkwürdig. Ich glaube, hier unten ist ein Bossfight, wenn ich ehrlich sein soll. Ach komm, spring runter, egal. Warte da oben, okay? Alles klar, sei vorsichtig. Rohstoff L. Rohstoff S. Das ist sehr gut. Machen Pistolenmunition direkt. Rohstoff L. Ja, Löwenkopf. Nehme ich auch natürlich mit. Löwenkopf erhalten. Nein. Komm schon, das ist doch nicht euer Ernst. Digga, das ist doch nicht. Oh oh. Lol. Soll ich da denn.
Wie soll ich die denn... Wie soll ich die killen? Ich weiß wie. Hier. Ich glaube, ich muss die Pflanze da treffen. Jetzt komm! OMG, ey. Komm schon drauf. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Komm schon drauf. Oh mein Gott, die kommen doch immer mehr runter, Mann. Was ist denn hier los? Die Pumpe hat mal, die Pumpenschüsse haben gar nichts gebracht übrigens. Hier müssen wir auf Präzision setzen, Freunde. Ewig auf Präzision. Angriff! Ashley ist gut! Halt dich lieber fern! Komm schon nochmal. Jetzt auch. Krass, wir haben einfach. Wir sind noch mehr, ne? Ich glaube, ich bin da. LOL! LOL! Drei. Hölle, hier, jetzt. Stück. Komm schon. Ich muss echt aufpassen, ne? Greif an. Jetzt. Komm. Ich glaube, das war der letzte. Bist du okay? Ja. Buenas noches, caballeros. Und wie ich okay bin. Hier können wir, glaube ich, drehen, oder? Ach so, sie will runter. Okay, warte, komm. Ich helfe dir. Na komm, mein Schatz. Danke. Bitte, gerne okay, doch. Okay, ja? Hast dich nicht verbrannt? Nein. Danke für die Hilfe. Das hat es echt rausgerissen. Tja, dann würde ich sagen, können wir hier drehen, oder? Hilf mir mal. Ja. Wir haben die einfach auseinandergenommen. Richtig geil. Die könnten hier wach werden hier. Tun sie aber nicht. Noch nicht. Die bewegen sich aber nicht, oder? Das ist so geil, ne? Wisst ihr, was cool ist? Man kann hier super viel so freischalten. Flintenmunition und so weiter, das ist geil. Sehr, sehr cool. So, bei ihm können wir dann direkt verkaufen. Richtig gut. So, ich habe ja hier einiges noch so parat. Rohstoff L. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ist mir auch meine Ehre, danke. Ja, und dann habe ich noch was anderes gehabt. Ich hatte noch diese Smaragdsteine und so. Aber irgendwie finde ich. Rubine oder Ranch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Tauschen hier. Würde ich gerne. Hier, ich habe rote Beere. Gegen was kann ich das Objekt. Kräuter gegen was? Sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Boah. Hier habe ich so viele. Hier, ich habe so viele Gadgets, die ich so eintauschen kann. Das wusste ich gar nicht.
Ein Schwarzaktenkoffer aus Metall erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Cool. Hier, TMP-Unterstützung. Leichter Aktenkoffer aus Leder erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Spezielles Upgrade-Ticket. Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu deren Spezial-Upgrade gewährt. Okay. Eine Karte, auf der alle in der Burg zu finden Schätze verzeichnet sind. Elegante Maske, wie sie bei Maskenspielen getragen wird. Auf der Stirn befinden sich drei, kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Laservisier. Gelber Diamant. Zeit ist Geld, Partner. Ja gut, ich brauche jetzt hier nichts unbedingt. Hier, eine Schulterstützende, blablabla, irgendwie, also Schießpulver. Schießpulver, brauche ich nicht. Wäre das kommen, jederzeit wieder. Ich sag mir immer, wisst ihr, was die Sache ist? Ich sag immer halt, ich will immer super viel irgendwie herausfinden, machen, tun, erledigen, aber das war jetzt echt nicht mehr nötig. Ich wusste gar nicht, dass man diese ganzen Diamanten auch einlösen kann, eintauschen kann, so. So, hier haben wir eins. Passt perfekt. Was ist das denn, ein seltsamer Quader? Guck mal hier, der Löwe. Richtig cool. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden. Was soll ich denn mit dem Quader machen? Den habe ich auch gar nicht hier drin. Pistolenmunition, ganz klar. Das ist ja komisch. Richtig komisch. Des einen Knarre des anderen. Okay, Koffer anpassen. Was kann ich denn hier so machen? Pistolenmunition. 30% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition. Cool. Silberner Koffer. Die Fundrate für Pistolenmunition steigt. Koffer wechseln, das wäre ultra geil. Goldener Koffer. Die Fundrate für Geld steigt. Nee, für Pistolenmunition eher. So, was ist das denn? Das ist auch geil. Linker Talisman. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Rechts anbringen, links anbringen. Ja, mache ich. LOL. Das ist ja richtig cool. 30% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition. Okay, das ist mal richtig cool. Ja, das ist wirklich cool. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder. Was für Sachen es gibt in dem Spiel. Ich check das erst jetzt. Ich check das erst jetzt, ne? Ich wusste das gar nicht. Richtig cool. Okay, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 4 Remake. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao. Dieses Game ist geil.